Guti, meine lieben Tropikaner. Ja, es ist schon spät am Abend und ich habe mich hier ewig nochmal durchgequält. Ich habe jetzt noch einmal komplett von vorne angefangen. Zunächst einmal, zwei Dinge habe ich geändert. So, im ersten habe ich ganz, ganz viele Farmen mit dazu genommen, ganz viele Gebäude wie Elektronikfabrik oder Plastikfabrik. Ja, auch das Uran-Dingsbums habe ich auch wieder. Wir haben ganz viele Farmen, wie gesagt, für Zucker, für Ananas, für Mais, nochmal Ananas, Tabak, Zucker, Tabak, dementsprechend auch eine Rum-Distillerie. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist das andere eigentlich hin? Ich hatte irgendwo noch eine Zigarillo-Fabrik. Eine Zigarrenfabrik. Wo ist die hin? Verdammt noch eins, sie ist weg. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie irgendwo hingestellt. Auf jeden Fall produzieren wir auch Zigarren. Und das alles wird verkauft. Wir haben, das ist die erste Änderung, ich bin am Anfang gleich auf Industrie gegangen und habe erstmal versucht, ganz viel Geld zu machen, um damit dann Tourismus in Ruhe finanzieren zu können. Das nächste, was ich geändert habe, ist, dass ich am Anfang auch gleich eine Kommandoorganisation gebaut habe. Und mit dieser Kommandoorganisation haben wir jederzeit die Möglichkeit, die karibische Zufriedenheit einzudämmen, indem wir in den Almanach gucken. Und auf die Gesamtzufriedenheit gehen, sehen wir den roten Streifen der karibischen Zufriedenheit. Mir ist jedes Mal aufgefallen, wenn ich versucht habe, meine Nachbarn einzuschüchtern, das heißt die karibische Zufriedenheit runtergeht, habe ich mehr Unterstützung. Tatsächlich bin ich jetzt fast genauso lange unterwegs gewesen wie in den Folgen davor, aber war niemals unter 50% Unterstützung, weil ich jedes Mal versucht habe, diese olle karibische Zufriedenheit wieder runterzudrängen. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel hier zum Sieg. Ansonsten ist man wirklich ewig beschäftigt mit allem drum und dran. Wir sind jetzt gerade mit den Aufgaben beschäftigt, Uran zu liefern an die Forschungsstation, an die Cyberoperationsstation und die Bananen für die Ruine, damit diese komischen Eichhörnchen dort ihre Bananen kriegen und dann ist gut. Zusätzlich haben wir hier jetzt ein komplettes Urlaubsparadies draus gemacht. Ja, es gibt zwei Gebäude, es gibt sogar ein modernes Apartment, das man übrigens auch einfach so aufstufen kann. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal rüber zu einem der alten Apartments, die ich hier noch gebaut habe. Und auch hier können wir tatsächlich eine Modernisierung vornehmen. Allerdings muss erst alles elektrifiziert werden. So, wäre jetzt möglich. Allerdings fehlt jetzt auch schon wieder Strom. Zum anderen Windturbinen, wenn ich die jetzt hier hinbauen möchte. Wir sehen ja nicht, ob die wirklich sehr effizient sind oder nicht. Aber das sind sie hier oben definitiv. Denn die Windturbinen hier, das sieht man nur, wenn man auf Effizienz geht, hat nur 59% Effizienz. Das ist viel zu wenig durch die Terrainhöhe. Hier oben ist sie tatsächlich bei 98% Effizienz und produziert 69% Elektrizität. Ja, kann man so sagen. Und hier nur 41%. Also ein deutlicher Unterschied. Ich würde sie jetzt ungern abreißen, weil sie ja so oder so schon stehen. Aber es ist tatsächlich dann von Vorteil, hier oben die ganzen Windturbinen hinzusetzen. Gut, weiter. Das Ding muss auch fertig gebaut werden. Zwischendurch habe ich mich natürlich immer wieder mit der Politik beschäftigt. Bitte auch immer wieder um finanzielle Unterstützung. Habe jetzt auch alle fünf, wie heißen sie, Botschaften mit drin. Das heißt, drei Stück haben wir hier. Beide. Habe ich hier oben mit hingebaut, von der EU und der USA. Und die anderen, die waren komischerweise zuerst dran. Wir hatten auch am Anfang ganz andere Aufgaben als vorher. Also, was heißt ganz andere Aufgaben? Aber da kam nicht sowas wie, baue eine Farm zu einer neuen Farm aus. Also, modernisiere sie. Ihr merkt schon, ich bin müde. Ich bin tatsächlich den ganzen Abend bei gewesen, das nochmal neu zu machen. Und so langsam verlassen mich auch meine Kräfte. Aber ich mache trotzdem noch weiter. Wir kriegen das hier heute noch fertig. 27.000 haben wir jetzt aktuell noch. 80% Unterstützung. Energieknappheit müsste eigentlich wieder bekämpft sein. Ja, wir haben wieder plus 124 Megawatt Strom. Alles ist gut. Und wir warten nur noch darauf, dass die ganzen Waren hingeliefert werden. Ansonsten sind unsere Leute sehr zufrieden. Ich muss nicht irgendwelche Leute bestechen, ich muss auch nicht den Ruf fördern, ich musste noch nicht einmal irgendwie Steuersenkung oder sonst irgendwas machen. Ich muss nur andauernd versuchen, die karibische Zufriedenheit unter unserer Zufriedenheit zu halten und das funktioniert sehr, sehr gut. Wie sieht's aus mit der Spaßzufriedenheit? Sind wir schon bei 63, also noch besser als vorher? Ich hoffe, das bleibt auch so.
Präsidente, haben Sie schon gehört? Uranpräsidente. Der größte Feind der Umwelt wird genau hier in einem Freizeit... Ja, ist ja gut. Die Verbesserung kann ich durchaus durchführen, das ist nicht unbedingt das Problem. Schützende Sphäre, nein. Spa-Protokoll. Wie heißt die Verbesserung? Entsorgung gefährlicher Abfälle. Gibt's nicht. Vielleicht muss ich das erst erforschen. Bergwerke. Ah ne, sind ja moderne Bergwerke, ne? So. Ne, gibt's trotzdem nicht. Tja, Pech gehabt. Saft haben wir verkauft. Das ist schön. Und wir haben wieder 37.000 gemacht, sind jetzt bei 60.000, also wir sind wesentlich besser aufgestellt, jetzt wo wir uns mehr um den Handel kümmern und können viel mehr machen. Das ist so schön. Und ich kann sogar Kunststoffe verkaufen, weil wir tatsächlich mehr Kunststoffe fertigen als Elektronikteilchen. Zigarren können wir auch mal wieder verkaufen, ja, warum nicht? Bitteschön, die EU wird sich freuen, die ist jetzt bei 62. Und der Mittlere Osten ist schon wieder so glücklich und das, obwohl ich gerade erst darum gebeten habe, dass sie mir Geld geben. Ist doch süß. Also ich sag euch, diese Mission hätte man von Anfang an mit Industrie belegen sollen, um dann am Ende irgendwie so langsam sich auch mal um Tourismus zu kümmern. Das war die einzige Möglichkeit. Ansonsten habe ich es fast genauso gemacht, habe dann auch hier den Flughafen hingebaut, habe mich hier rumgekümmert, hier gibt es nicht mal Strom. Ja, dann ist auch kein Wunder, dass keine Bananen kommen. Umspannwerk brauchen wir hier drüben. Schneller Bau. So, jetzt haben wir auch Strom und können auch endlich arbeiten. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen schneller. Okay, bis die das geliefert haben, das wird eine Weile dauern. Währenddessen können wir uns weiter um unsere Bevölkerung und um den Spaß kümmern. Wir kriegen andauernd neue Touristen rein. Ich sehe kaum, dass irgendwelche Touristen abhauen. Ich bin echt gespannt zu sehen, wie viele Touristen wir jetzt aktuell haben. Sieht man das irgendwo? Ich will keine Rede halten, das habe ich jetzt auch noch nie getan. 4% sind nur gegen uns. Also ich sage euch, die beste Methode ist, die karibische Zufriedenheit zu unterdrücken. Dann kommt man wunderbar klar. Muss ich schon wieder meine Piraten losschicken? Nein, alle sind noch da. Aber ihr könnt tatsächlich dafür sorgen, dass die Schatzjagd beginnt. Und andauernd mache ich auch Fantasiebewertungen, um den Tourismus immer wieder aufrechtzuerhalten und die Leute bei uns zu behalten. Ja. Das Ding ist auch völlig ausgelastet. Die Nass- und Pelzig-Wildwasserbahn ist ein großer Erfolg und kostet nur die Hälfte der für Sicherheitsinspektionen geplanten Bestechungsgelder. Super! Ja, ganz toll. 2500 Dollar nehmen wir auf unser Schweizer Bankkonto. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Ja. Alles völlig legal. Na. Auf jeden Fall. Dann würde ich das hier nämlich mit reinnehmen, dann ist das schon mal raus. Sie handeln ja mit Urteilsvermögen. So, dann haben wir auch den Ruf bei den Konservativen wieder erhöht. Uran liefern sind wir noch bei. Installieren Sie Entsorgung gefährlicher Abfälle. Ja, aber wie soll ich das machen? Geht das eigentlich nur, wenn ich irgendwie eine Recyclinganlage oder sowas habe? Oh, Präsidente, Ihre Eichhörnchen-Initiative ist wundervoll. Sie vergraben Nüsse, die zu Bäumen heranwachsen, die mehr Nüsse... Okay, ich soll elektrische Busse haben. Das kriegen wir hin. Ich habe ja hier schon ein paar Busstationen irgendwo gebaut. Wo auch immer die sind, da ist eine... Elektrische Busse. Wie närrisch von den Eichhörnchen, sich mit ihrem kleinen, pelzigen Verstand... Okay, ich soll jetzt die Insel isolieren, das hatten wir auch schon mal. Die Insel ist abgeschottet, Präsident. Ist das meine Schuld, Präsident? Aber... Ja. Die Insel ist abgeschottet, Präsident. Gut. Also wir wissen Bescheid, wir müssen jetzt auf 70 in der Spaßzufriedenheit kommen und Touristen 300 bei uns haben. Das heißt, ich baue jetzt noch 2-3 Hotels. Ich werde versuchen, die Spaßzufriedenheit noch weiter zu steigern, indem wir auch hier nochmal Spaß mit hinbauen. Das heißt, einen weiteren Zirkus oder sonst irgendwas. Hier werden wir jetzt auch alles wieder verbinden miteinander. Was wieder nicht funktioniert, weil die Straße viel zu nah dran ist. Wartet. So, jetzt müsste es aber klappen.
Ja, perfekt. Okay. Läuft, würde ich sagen. Eure Bushaltelinien, laufen die auch noch? Sind die noch okay? Ja, sind auch noch da. Und wir haben Boote verkauft an die EU. Sehr schön. Alles sieht super aus. Wir sind bei 108.000. Es ist klasse, sag ich euch. Ja, wenn's läuft, dann läuft's. Wer mag uns denn nicht? Russland mag uns nicht und China. Aber der Rest kann uns gut leiden. Wir verkaufen jetzt an Russland. Elektronik machen wir schon. Bekleidung gibt es schon für die EU. Konserven, Kunststoffe. Dann verkaufen wir noch ein paar Kunststoffe, ne? An die USA. Ja, die werden sich freuen. Dankeschön. Und wir brauchen mehr Spaß. Eine Spielhalle ist auch nicht verkehrt. Guck mal, die sind völlig ausgelastet hier. Dadurch, dass so viele Touristen unterwegs sind. Spielhalle machen wir hier vorne mit hin, weil hier sehr viele Kinder unterwegs sind. Gott, ich brauche noch einen anderen elektrischen Bus. Wartet. So, bitteschön. Natürlich, und jetzt fehlt schon wieder Strom. Ach, das geht mir so auf den Sender, dass ich jetzt noch ein weiteres Kraftwerk baue. Ein Solarwerk. Sehr schön. Damit müssten wir wieder genügend Strom einspeisen. Wir sind wieder bei 444. Und bauen noch weitere Wohngebäude. Unter anderem ein modernes Apartment. Genau, zieht alle ein. Du kannst auch verbessert werden. Modernisieren, alles modernisieren. Okay, dann haben wir auch für euch jetzt wunderschöne Wohnungen hier. Und ihr bekommt natürlich noch mehr Spaß dazu. Das heißt, auch hier nochmal einen Zirkus mit hin. Und einen Wasserpark. So nett bin ich. Man nannte mich auch Netti. Wieder eine Handelsroute abgeschlossen. Sehr schön. Ja, was können wir denn jetzt noch verkaufen? Boote werden nicht mehr verkauft. Die verkaufen wir jetzt an Russland. In der Politik ist alles gut. Die EU möchte uns schon wieder mit Geld unterstützen. Macht mal, macht mal. 65.000 haben wir jetzt. Die Welt ist ein seltsamer Ort, nicht wahr? Ja, aber ich werde die USA nicht verbannen. Das könnt ihr vergessen. Ich habe Besseres zu tun. Wir könnten hier auch nochmal ein Fastfood-Restaurant und sowas gebrauchen. Mal abgesehen davon, dass die nicht mal ein normales Restaurant haben. Ich glaube, das baue ich eher hin. Den Bananen gibt es hier ja auch. Die wurden auch schon hingeliefert, ne? So ist gut. Ja, und dann könnten wir hier auch irgendwann mal ein Stadion errichten. Das sollte eigentlich für ganz, ganz viel Spaß sorgen. Aber es ist auch ganz, ganz, ganz groß. Hohoho. Tja, das wird zu groß. Oh je. Ja, ich bin echt am Überlegen, wo ich es hinsetze. Hier würde es gehen. Ja, da passen viele rein, das ist gut. Ich bin am Überlegen, noch einen weiteren Bus mit hinzubauen, aber ich glaube, das geht schon mit den ganzen Parkanlagen. Okay, die Europäische Union hat uns unterstützt. Danke dafür. Wir haben ja auch sehr gute Beziehungen bei all dem, was wir an die verkauft haben. Und es geht noch mehr raus. Wenn wir erstmal wieder Boote verkaufen, ist alles wieder gut. Ja, wir stehen perfekt da. Ich brauche nichts machen. Ich bin mir sicher, dass... Nein, freie Wahlen gestatten. Wir brauchen nichts tun. Und wieder haben wir was verkauft. Kokosnuss, Konserven, Kunststoffe, Mais, Rum. Rum kann ich verkaufen. Sogar an die EU, die jetzt schon wieder bei 73% ist. Es ist Wahnsinn.
Will noch jemand Rum haben? Nee, aber Saft. Die USA möchte Saft. Verkaufe ich noch Saft? Nee. Bitteschön. Zucker. Nee, Zucker verkaufe ich nicht. Zucker brauche ich selber, um Rum herzustellen. Ja gut, dann verkaufen wir Rum. Was soll's? Ach so. Ja komm, kauf noch eine Handelslizenz. Okay. Alle pilgern sie dorthin. Ich glaube, jetzt brauche ich ja auch noch ein Parkdeck. Ansonsten kommen sie ja nicht wieder weg. Projekt Nussknacker ist abgeschlossen, Prit. Okay, plus 5 Ruf bei Intellektuellen. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Das wäre auch schlecht. Natürlich war das Ergebnis zu jeder Zeit klar. Das Volk liebt El Presidente fast so sehr, wie es euer treuer Penultimo tut. Und seht, ich habe ein Geschenk für euch. Eure eigene Tapferkeitsmedaille verliehen für Mut, Selbstlosigkeit und Wählbarkeit. Sie ist aus Schokolade, also passt in der Sonne besser auf. Danke. Freie Ehe? Seit wann habe ich die denn? Oh Gott, nee, traditioneller Standardzustand ermöglicht gleichgeschlechtliche Ehen, erhöht die globale Freiheit um 5, erhöht den Gesamttourismusindex um 2, verschlechtert den Ruf bei den Religiösen. Das ist nicht schlimm, das machen wir. So, haben wir unterschrieben. Forschung gefunden, Massapark. Die Ergebnisse sind da und es ist ein entscheidender Sieg für El Presidente. Unsere geliebte, unumgängliche, staatliche Nummer 1. Die bin ich, offensichtlich. Boah, wie viele Leute hier unterwegs sind, ist ja Wahnsinn. Hier passen offensichtlich sehr viele rein. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut besucht ist. Wie viel Strom haben wir denn noch? 287, naja gut, das geht. Europäische Union schickt Entwicklungshilfe. Danke. Wäre doch nicht nötig gewesen. Doch war's. Aber damit müsste die Spaßzufriedenheit komplett hochgehen auf 70. Wir haben wieder was verkauft. Boote. Keiner möchte Boote haben, oder? Doch! Ha! Perfekt. Einmal die östlichen Staaten, dann noch Russland. Und die EU. Alle wollen sie Boote. Ja, wir verkaufen allen Boote. Boote ist immer das Beste. Und das Teuerste. Teilweise kriegen wir 10% mehr, das ist super. Spielhalle sorgt für Spaß, alle sorgen für Spaß. Hier wohnt gar keiner mehr, da auch nicht. Da auch nicht. Hat das einen Grund? Muss ich mich wundern? Eigentlich doch nicht, oder? Na gut, versuchen wir es anders. Wir rauben jetzt einfach noch irgendwas, um den Tourismusindex zu erhöhen. Die Hagia Sophia, Registan von Samarkand, Brandenburger Tor, Stonehenge. Verhindert, dass Bürger aufgrund von schlechter Gesundheitsversorgung sterben. Dann nehme ich die Hagia Sophia. Ihr könnt schon mal die Nachbarn einschüchtern. Und hier könnten wir die Basiliuskathedrale holen. Spione zum Raub der Basiliuskathedrale entsenden. Bürger werden Gebäude des Glaubens häufiger aufsuchen. Nee, das will ich nicht. Die Gesamtzufriedenheit der Bürger berücksichtigt nur den Nahrungs- und Spaßfaktor. Will ich auch nicht. Immigranten, die auf Tropico ankommen, sind zu 100% zufrieden. Nein. Das Geheimnis der Sphinx kann nicht gelüftet werden. Erhöht alle Tourismusindexe. Bietet Spaß für besuchende Bürger. Nö. Ich glaube, ich will den Eiffelturm haben. Das war ja Radio- und TV-Sendung für Freiheit. Und wir haben das Taj Mahal. Wartet, da gab es doch... Wartet mal. Diese eine Errungenschaft. Wenn man das Schloss hat,
Neuschwanstein. Ah ja, und das Taj Mahal. Dann nehmen wir das Taj Mahal noch. Gleich im Anschluss, danke dafür. Und hier, was klauen wir hier? Die große Sphinx. Ah, ich würde gerne noch mehr klauen, aber mehr geht nicht. Jede Menge Geld kommt. Der letzte Frachter hat 86.000 gebracht. Das ist unglaublich, was wir hier verdienen. Sehr viele Kinder sind hier auch unterwegs. Wir haben keine superreichen Leute bei uns. Warum eigentlich nicht? Die Busverbindung steht noch, ja? Ja. Gibt es hier eigentlich eine Bushaltestelle? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich busse mal. Ja, ich baue einfach mal eine Bushaltestelle. Wird auch gleich elektrifiziert. Und dann bitte von hier Endhaltestelle. Ja, fahr erstmal hier mit hin. Wird schon andere Bushaltestellen geben. Der Bus hält da. Handelsroute geschlossen. Saft ist durch. Saft könnten wir wieder verkaufen. Wir könnten aber auch Zigarren verkaufen an China. Bitteschön, China. Wir lieben dich. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja. Ah, nee, lass mal. Wir sollen Baugenehmigung fertig machen. Okay, das mache ich. Da kriege ich wenigstens noch ein bisschen was auf mein Schweizer Bankkonto. Baugenehmigung, wo ist es? Da. Baugenehmigung muss ich erst erforschen. Und dann... Die verantwortungsbewusste Le- kostet 20% mehr. Geschäfte mit Ihnen. Nun zur Bekanntgabe des Gewinners eines signierten Porträts von El Presidente. Penultimo! Glückwunsch Nummer 2! Wir wussten, 1000 Einsendungen würden ausreichen.